Unser Motoröl ist extremen Belastungen ausgesetzt. Zum Beispiel durch die Verbrennungsgase, die trotz feiner Dichtung an den Kolbenringen vorbeiströmen und ins Öl gelangen. Sie oxidieren das Öl. Das heißt, das Öl altert, so wie Sie und ich. Sie vielleicht nicht, aber ich schon ein bisschen. Das Öl wird älter durch diese Belastungen und muss daher in einem bestimmten Rhythmus ausgetauscht werden. Nach einem Jahr, nach 2 Jahren bei Long-Life-Ölen maximal, wenn nicht die Kilometerleistung vorher erreicht wurde. Es gibt aber auch eine Ölverdünnung, zum Beispiel durch Kraftstoff, der im Verbrennungsraum nicht vollständig verbrennt, an den trotz Feinabdichtung nicht 100% abgedichteten Kolbenringen vorbeipfeift und sich in Tröpfchenform, in ganz geringen Mengen natürlich, pro 1000 Kilometer, im Motoröl ablagert. Nicht alles verdampft, weil Kraftstoffe haben auch schwersiedende Bestandteile und am Ende verdünnen sie das Öl und reduzieren damit die Schmierfähigkeit. Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die das Öl verdicken, besonders bei Dieselmotoren. Die Rußbestandteile, die bei der Verbrennung auftauchen, können über die Kolbenringe an der Zylinderwandung vorbei, zwischen Kolben und Zylinder, in das Motoröl gelangen. Aus diesem Grund ist das Motoröl von Dieselmotoren ja auch immer tiefschwarz, zumindest nach einiger Zeit. Das heißt, diese Rußbestandteile führen dazu, dass das Öl immer dicker wird, an Viskosität verliert. Was das ist, werden wir noch einmal ansprechen. Und ich das Gegenteil habe von der Ölverdünnung. Und insgesamt ist es wichtig, dass die Lebensdauer des Öles ja begrenzt wird durch diese Einflussfaktoren und moderne Fahrzeuge, das kennen Sie ja besser als ich, die haben einen flexiblen Ölwechselintervall, in dem sie bestimmte Parameter sensorisch erfassen, nicht nur die Kilometer oder die Tage Laufzeit. Sie erfassen bestimmte Parameter und geben Signal, aha, lieber Autofahrer, jetzt musst du innerhalb der nächsten 1000 Kilometer, 2000 Kilometer zur Wartung, weil dann ist der Ölwechsel eben fällig. Noch einmal zwei Kurzbeiträge zum Thema Öl. Noch nicht zu den Ölsorten, da kommen wir extra drauf. Einmal die Thematik Altöl. Altöl ist ein umweltschädliches, ja, gefährliches Medium, das der Gesetzgeber beobachtet und die Entsorgung mit Vorschriften belegt hat. Das heißt, in Ihrer Werkstatt gibt es eine spezielle Altöl-Auffanganlage, in der das Altöl über separate Boxen, die Sie vielleicht für jedes Fahrzeug haben, am Ende gesammelt wird und durch zertifizierte Firmen abtransportiert und in der Industrie weiterverarbeitet wird. Der lockere Umgang mit Öl, ach, kippt man in die Kanalisation oder irgendwo aus der Erde, kommst du auch her, können wir auch wieder reinkippen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Unsere Umwelt ist dafür zu sensibel und Sie sollten das als Fachmann vor allen Dingen unbedingt vermeiden. Auf der anderen Seite, das neue Öl, was Sie einfüllen, so manche handeln nach dem Motto, das Teuerste muss ja das Beste sein. Auch diese Thematik ist hochkompliziert. Wenn Sie dem Motor das Öl geben, was der Hersteller vorschreibt, was er empfiehlt, können Sie nichts falsch machen. Wenn Sie in Baumärkten Öle kaufen, da finden Sie Riesentabellen, in denen die Ölsorten, die zu welchem Auto gehören, zu welchem Motor gehören vor allen Dingen. Das ist verwirrend für den Laien und manchmal auch für den Fachmann kompliziert, die richtige Ölsorte zu finden. Geben Sie sich da Mühe. Nehmen Sie nicht irgendein Öl, auch nicht für Motoren, die vielleicht schon 5 oder 10 Jahre alt sind. Die Anforderungen der Motoren an unsere Öle sind enorm und unsere Öle erfüllen das auch. Allerdings, ich muss nur das Öl verwenden, das auch für den Motor gebraucht wird und nichts Teureres oder vermeintlich Besseres.